Fußballspielen vor dem Schulcontainer. Die Grundschüler der Gemeinschaftsschule in Ditzingen kennen den Unterricht nur im Container. Der Grund: Platzprobleme. Denn hier im Schulgebäude nebenan ist es zu eng. Hier sitzen in der Zwischenzeit 28 Kinder in einem Klassenzimmer und es kommen immer mehr dazu. Das heißt, dieses Klassenzimmer reicht nicht mehr aus. Das bringt uns jetzt so langsam zum Platzen. Manche lernen einfach auf dem Flur, um mehr Ruhe zu haben. Dass es hier so viele Schüler gibt, liegt auch an der Einführung der Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg. Eine Art Gesamtschule mit viel gemeinsamen Lernen. Die Nachfrage groß, die Folge Platz und Lehrermangel. Wir geben normalerweise in unserer Schule 1000 Lehrerwochenstunden. Im Winter war es so, dass wir teilweise nur noch 800 Stunden geben konnten. Ein Ausfall von 200 Stunden. Zumindest das Platzproblem könnte bald gelöst sein. Für 20 Millionen Euro baut die Stadt ein neues Gebäude. Schulpolitik, neue Lernmethoden und jetzt auch noch eine neue Prognose, was Schülerzahlen angeht. Die Kultusministerkonferenz sagt für 2025 7.200.000 Schüler in Deutschland voraus. Die Bertelsmann-Stiftung jetzt 8.300.000. Thomas Wolf ist Kulturamtsleiter in Ditzingen. Er muss in seiner Stadt geeigneten Platz für die Schüler schaffen. Die Anstrengung besteht darin, dass wir jedes Mal auf eine bildungspolitische Entscheidung reagieren müssen. Und da zähle ich jetzt auch mal die Prognose dazu, dass eine Prognose auch eine bildungspolitische Entscheidung auslöst. Und darauf zu reagieren, das ist spannend. Und es wird spannend bleiben, denn auch das baden-württembergische Kultusministerium geht von mehr Schülern aus. Rektor Jörg Frösche hofft jedenfalls, dass der Platz- und Lehrermangel an seiner Schule dadurch nicht noch schlimmer wird.